Hallo! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Isaac! Ich spiele Tainted Judas und Moggy spielt Tainted Isaac. Und die Items wechseln durch, weil Tainted Isaac. Genau, und Moggy Jawbone ist. Ups, naja. Alles gut? Isaac ist ein bisschen betrunken heute. Ja, du kannst gratis in den Curse Room rein, als Dark Judas. Wenn ich den Knopf finde, ja. Ja, wir spielen die Charaktere, weil Tainted Judas hat bei mir noch nichts freigeschaltet. Genau. Und ich habe zwar jetzt auch Tainted Lilith freigeschaltet, aber wir hatten so viele Lilith Runs in kurzer Zeit. Hätte ich da nicht auch kostenlos rausgekonnt? Ja, aber das halbe Herz ist. Mann, hätte ich meine Bombe. Gut, dass ich sie da drüben eingesetzt habe. Ja, das ist ein normaler Run. So Strange Attractor jetzt zu haben, ist ein bisschen komisch. Kann ich eigentlich sehen, was du mit Tainted Isaac schon alles hast? Nee, ich kann nicht pausieren. Ja, gar nichts. Ich habe den noch nicht gespielt. Ach so! Also, hab ich nicht schon mal einen Run gemacht, wo ich Tainted Isaac war? Ja, aber wir verlieren doch dann nur. Haben wir eine Bombe? Ja. Deswegen drehe ich um. Ach ja, ach ja. Stimmt. Stimmt, wir waren ja schlecht. Wir spielen auf normal wieder. Wir spielen auf normal. Unsere Köpfe sind gerade von 2 Stunden Spelunky zermatscht. Ja, was ja eventuell vorher oder danach schon kam. Sie wurden buchstäblich zermatscht im Spiel oft. Ach ja, und wir müssen jetzt auf ja, welchen Bildschirm bleiben, weil wir sind natürlich wieder über Steam Remote Play. Genau, immer noch, weil wir wissen ja nicht, wann die Online-Alpha kommt. Nie. Naja, ich meine, auch wenn wir es wissen, wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Kann ich das an? Ja. Dankeschön. Ich bin schon weggegangen. Muss mich hier nicht schimpfen, dass ich es dir gelassen habe. Bei dem hast du schon gewartet, bis er abhaut? Ja, das habe ich schon gezeigt. Da waren richtig viele Kommentare. Überrascht. Uiuiui. Überrascht, dass das geht. Der ist tot. Also, ich würde Mr. Dolly empfehlen. Ja. Ich bin Dolly Gamer. Oh, und hier wechselt nichts. Na ja, gut. Du kannst noch ein Seelenherz nehmen. Hearts und Joker! Oh, den Joker würde ich behalten erstmal, ja. Was haben wir hier? Fool, Fortune, Stars. Auch Stars mag ich gerne. Stopp, haben wir uns einen Schlüssel für den Anfang echt stark. Na. Wollen wir irgendwas noch sprengen? Dann kann ich die Maschine noch daneben stellen. Nee, wir haben keine Bombe. Wir haben keine Bombe. Oh. Nee, wir haben nicht mal die Option, okay, irgendwas zu sprengen. Gut, gehen wir weiter. Okay. Ja, keine Wahl. Die nächste Ebene. Oh, da wird direkt geskippt. Keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na, das war das, also. Ich wollte. Nimm mit. Okay, Moment. Ich wollte hinsprinten und mein Messer benutzen. Dann war ich so, halt, Moment, ich habe deine Karte. Wie wechsle ich überhaupt? Und dann war ich schon in der Tür. Oh. Ja, wir können aber direkt aus dem Raum dann gleich rauswarpen, wenn du das Herz mitgenommen hast. Kamikaze. Fruitcake. Den will ich haben, denn ich habe komische Träneneffekte. Ich will noch mehr komische Träneneffekte. Okay. Du bist also Mr. Luck heute. Ja, irgendwie, die Kommentare haben bemerkt, es gibt so ein Muster, dass immer ich sage, ich will dir Gegenstände lassen und am Ende des Runs habe ich 500 Sachen und du 2. Wie wär's, wenn du... Aber jetzt bist du wieder der Charakter, der nichts aufheben darf. Nee, ich hab gerade die lustigen Sachen für mich, okay? Okay. Abgesehen davon, ich habe Tainted Isaac speziell genommen, damit wir ein paar coole Sachen zusammenbekommen. Das war wirklich der Sinn dahinter. Ich würde sagen, wir machen eine auf. Wir brauchen jetzt auch das Geld nicht unbedingt für irgendwas. Trapdoor. Wir brauchen das Geld jetzt auch nicht unbedingt für einen Shop. Beziehungsweise wir haben nicht nur für einen Boden. Shop. Eine Trapdoor. Wusstest du, dass man dazwischen runterfallen kann hier? Das habe ich tatsächlich erst von dir gelernt. Ja, durch den Chat. Apfel? Was ist Apfel? Der Apfel, da schießt du manchmal Rasierklingen. Und gibt dir ein Tiers ab. 14 Luck. Das ist für dich. 100? Nee, ich hab doch keinen Luck. Ich kann nur viele Items mitnehmen. Ja, aber du gehst doch auf Luck, oder nicht? Nee, ich gehe allgemein auf Träneneffekte. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt. Es ist so schwer, Gegenstände in der Moggy zu geben. Ihr müsst es verstehen, Leute. Ich will ja, aber er sagt immer, nee, nimm du. Im Fruitcake habe ich ja schon alle Träneneffekte, die es gibt. Kannst du dieses Rift machen, dass der Schlüssel hier rauskommt, oder musst du Gegner dafür treffen? Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist nur sehr gering. Achso, ja, weil du Rainbow Tears hast. Okay. Naja, nee. Kann ich irgendwie mit dem Messer dahin? Nö. Oh Gott. Gut, das verbraucht so. Du bist vielleicht durchsprinten. Oh ja, du kannst gerade nicht sprinten. Nee, ich hab's gerade eingesetzt. Hagalas. Alle Rocks. Vielleicht kriegen wir einen großen Raum, hallo? Ja, und dann? Wir haben schon den Crawl Space, war eigentlich generell unnütz. Ich weiß nicht, Hagalas ist immer unnütz. Außer man hat das Trinket, mit dem man für zerstörte Steine Geld bekommt. Wir können die Schlüssel holen. Wir können auch weitergehen. Achso, war da irgendwo noch einer? Was meinst du mit Schlüssel? Wo ist ein Schlüssel?
Hier, zwei Stück jeweils in der Ecke. Wir haben hier so einen Stein zum Aufsprengen. Hey. Ich vergesse doch sowas nicht. Oh, Moggy ist heute nicht da. Ja, mach mal noch. Leg ihn damit. Achso, dass ich mir Steine springen. Warte. Nee, ich bin wirklich nicht da. Ich wollte sagen, leg ihn mit, dann kommen wir auch direkt an die Kiste ran, aber es macht ja gar keinen Unterschied. Vielleicht wollen wir noch den zweiten Schlüssel mitnehmen, ehrlich gesagt. Ja, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir ja welche gedroppt. Okay, vielleicht auch nicht. Oh, hier! Yeah. Ja, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass hier jetzt wirklich die Hagalas hilfreich gewesen wäre. So eine Scheiße. Oh, da wäre sogar ein blauer Stein noch gewesen, ja. Das passiert sonst nie. Ja, waren nur zwei Bomben. Ich hätte da links sprengen können. Small Rock. Ja, oder natürlich die Bombe. Bombe ist zwar nett, aber Damage. Ich kann nur begrenzt viele Items haben und Small Rock ist keins, was ich haben will. Okay. Ich versuch's, Leute. Ich schwöre. Ich bin Tented Isaac, ich kann nicht so viel mitnehmen, was soll ich machen? So, sollten wir Boss machen? Na, wir haben ja zwei Seelenherzen bei dir. Ja, das also wir haben reichlich Herzen hier, wenn wir auf normal spielen. So, ich habe gestern drei Stunden Greedier Mode gespielt. Ich darf mich heute ein bisschen anstellen. Ja, dann darf ich heute greedy sein scheinbar. Wir können auch Secret Room mitnehmen. Ja. Sind deine Bomben magnetisch oder nicht. So? Ja, das ist wegen Strange Attractor. Ah. Ach ja, da oben war, okay. Die eine Kiste in der letzten Folge, die wir geöffnet haben über Distanz, das macht der Magnet scheinbar. Ja, das habe ich auch gelesen. Also ist der Magnet sogar noch besser, als ich dachte. Ich meine, Magnet ist okay, denke ich, wenn man nichts anderes gerade hat. Schau mal meine Träneneffekte an. Und du denkst, ich brauche noch mehr Items? Soll ich mal meine Rasierklinge an? Kann ich mal spucken oder sowas? Okay. Hier ist ein Stein kaputt gegangen. Ach, irgendeine Träne von dir, ne? Ja, ich gebe mein Bestes. Devil Deal. Ich will das. Ja, das würde ich auch. Das erhöht auch unsere Deal-Chance ein bisschen. Du kriegst ja nicht Spiel. Das kannst du haben. Kannst du ja weglegen, oder? Ja, genau. Kann ich dann, ja. Die bleiben ja bestehen. Oh mein Gott. Gehen wir erstmal in den Deal, oder? Willst du rein? Achso, Angel Deals? Okay, wir sind Angel Boys. Ich weiß nicht, ob die Schlüssel im Angel Deal, ob die auch durchwechseln mit Tainted Isaac. Ich habe den Planetarium-Mod nicht installiert. Nein. Wir haben Planetarium-Räume. Keine Sorge, wir haben eine Planetarium-Chance von 1%. Wieso siehst du das? Weil man, weil die steigt, wenn man entweder Magic 8 Ball mitnimmt oder einen Goldraum auslässt. Okay. Da wir keins von beiden gemacht haben, glaube ich. Ist Standard, wie sie 1% einfach immer? Ja. Ah ja, okay. So, was ist mach mal die Karte groß. Kann ich nicht machen. Doch, hast du. Okay, ich muss nur einmal kurz drücken. Ja, okay, gehen wir weiter. Okay. Da gibt's nichts mehr zu tun. Wir sind die guten Buben. Oh ja. Diesmal auch dran gedacht. Strange Attractor ist so ein ungünstiges Item. Deine Tränen ziehen Sachen an? Ah ja. Angel Deal. Du willst den Holy Mantle nämlich an? Also die Sache ist, Sansa ist auch super gut. Ja. Aber Holy Mantle ist natürlich noch besser. Ich würde den Holy Mantle mitnehmen. So, wollen wir den Engel noch wegsprengen? Wenn wir Pech haben, kommt nämlich Rota raus, aber dann wird es wohl so sein. Yep. Ja, dann wird es wohl so sein. Macht doch nichts. Kein solcher Holy Mantle. Wo ist meiner? Oh, ich hasse es, dass der sich so bewegt durch dich. Ja, ich bin ja auch nicht der größte Fan davon. Kann der eigentlich was außer Laser? Ja, der kann so Engel spawnen und er kann auch in verschiedene Richtungen schießen, aber er will gerade nicht. Also der Fruitcake, der leistet gute Arbeit gerade. Aua. Irgendwie kann man erkennen, in welche Richtung er genau das machen wird, aber ich weiß auch nicht mehr ganz, wie man es erkennt. Ja, ich stelle mich einfach so. Ja, ich stelle mich auch immer so hin, dass mich keins von beiden im Idealfall treffen würde. Ach, das war ja fies verzögert. Wechselt nicht durch, aber. Nee. Mega Satan für den Fall der Fälle. Kann nicht schaffen. Aber du hast doch limitierte Plätze. Warum nimmst du den mit? Ah, nee, das sollte nicht dazu zählen. Gern geschehen. Oh. Aha. Oh, jetzt kannst du auch überall reingehen. Jetzt muss ich nicht mehr denken. Dafür will ich, nehme keine Items. Wenn Tier 4 Item kommt, dann überlege ich schon, ob ich es mitnehmen will. Du wartest nicht mal auf eine Antwort und hast schon aufgehoben. Aber ich hätte sie auch gelassen.
Ich meine, du hast sowieso schon ein bisschen Unverwundbarkeit durch dein Dark Arts. Ja, stimmt. Tainted Judas ist übrigens einer meiner letzten Tainted-Charaktere, mit dem noch Zeug fehlt, weil irgendwie kann ich mit dem überhaupt nicht umgehen. Ich weiß nicht genau, warum, ja, aber... Du kannst das Messer doch einfach ignorieren. Ja, denke ich mir auch, aber irgendwie sind meine Runs mit ihm immer scheiße. Okay, ja. Ich nutze das Messer natürlich, aber es ist trotzdem scheiße. Ja gut, dann gehen wir direkt zum Boss. Ich wollte fragen, ob du vielleicht noch... Es war unten stehen ist sicherer, ne, bei ihm. Ah, ja. Macht eigentlich nicht so viel Unterschied. Doch, ich finde, der Winkel von den Schüssen ist kleiner, wenn man unten steht. Man hat besser Platz zum Ausweichen. Das war immer meine Strat. Das lief ziemlich gut. Ich bin Spuren? Kann ich? Ja, nimm mit. Tears up. Das hätte ich ganz gern. Ja, denn ich würde gerne mehr Tränen abfeuern. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich mehr Träneneffekt bekomme, wenn ich mehr Luck habe. Ich glaube, es hat keinen Unterschied, macht keinen Unterschied. Es ist so chillig, einfach auf normal zu spielen. Ja, es ist so viel angenehmer. Ah, nehme ich. Aus irgendwelchen Gründen. Holy Mantle. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Wir kriegen noch Soul Hearts. Du schaffst das schon. Ja, ja. Du hast gesagt, ich soll Zeug mitnehmen und jetzt auf einmal... Jetzt stimmt wieder was nicht mehr damit. Dem kann man es auch nicht recht machen. Eigentlich habe ich eine Bombe für ausgegeben, weil wir gerade 6 Stück haben. Ja, ich überlege mal erst bis zum Ende, bevor ich Sachen ausgebe. Tut mir leid. Ich nicht. Ich betrete den Raum und dann lese ich erstmal den Chat. Wenn ich das Spiel spiele. Was steht im Chat? Keine Ahnung. Steht, lass ihn nicht übersehen. Oh, ich mag den Leech tatsächlich. Hier sei Spectral Tears? Boah, das würde, ich glaube, der Leech ist mir egal. Ich würde, glaube ich, die im Publi ja, nehmen. Okay. Publi. White Shot. Ja. Boah, ja, die Bananen cool. Schau, wie cool sind ich aussehe. Who's that Pokémon? Hier kennst du mich nicht. Was habe ich da an der Seite hängen? Hier, ich habe keine Ahnung. Was hier? Bibel und... Oh ja, die Karte können wir wahrscheinlich mitnehmen. Oh, wir haben sogar noch einen Joker. Suicide King. Was macht der? Mich umbringen, glaube ich. Ja, und dann kommen ein paar Items und Pickups und sowas raus. Also einfach so eine Millisekunde, bevor ich einen Boss töte, einsetzen, dass ich danach wiederbelebt werde. Nee, im Idealfall, wenn du eine Wiederbelebung hast. Ja, aber wir sind ja im Koop. Ah, ja, stimmt, im Koop. Bevor ein Boss stirbt. Ja, wäre wahrscheinlich möglich, aber du könntest auch das Soul Heart kaufen. Ja, die denke ich jetzt nicht. Mal kurz gucken. Kisten, okay. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt wirklich Suicide King mal genutzt habe. Ich tue ihn auf jeden Fall erstmal weglegen. Oh ja, das wäre ganz gut. Devil. Hast du Platz für einen? Nee, du hast den Joker. Okay. Am besten wäre es, wenn wir vielleicht Judas Shadow aus dem Devil oder so bekommen. Ja, ja, versuch. Wir haben ja reichlich Bomben übrig. Dann wird wahrscheinlich... Ja, links vom... Links es sein. Hier und dann links. Ja. Was ist denn heute los? Wir haben die Kommentare gesehen, dass der eine andere Geheimraum in der Bibliothek ist. Ich glaube, da war auch nur Müll drin. Ja, da war nur Müll drin. Das war irgendwie 2 Pillen oder 2 Keeper und so. Hier weiß ich jetzt auch gerade nicht, wo der Secret Room ist. Wieder komisch. Aber der Zucker ist super, 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 super Secret Room ist da. Wow. Ja. Herzen. Stark, so wie üblich. So wie üblich. Ja, den suche ich eigentlich auch gar nicht so gerne. Der normale reicht eigentlich meistens. Na, ist mit den roten Herzen schon gut, wenn wir einen Arcade-Room haben. Wenn wir ein bisschen Geld rausholen können, wenn man, aber... Wenn man so eine Ebene ganz ausbeuten will, dann ja. Gut, dass du einen Holy Mantle hast. Der Kobold ist eigentlich ganz praktisch, der Holy Mantle. Der ist generell ganz praktisch. Nee. Dark Arts. Rein. Öffnen. Spinne. Ich geh nochmal raus. Oh nein! Du hast deine Items rerollt. Ich habe auch Wafer bekommen, was super gut ist. Hast du meine mit rerollt? Ja. Ja, es tut mir leid, das war wirklich nicht meine Absicht. Ich bin nur gerade aus dem Raum rausgegangen und dann bin ich noch ein bisschen nach unten gelaufen. Oh mein Gott. Ich würde hier einen Schlüssel opfern. Ja, ja, mach ich. Wir hatten so gute Sachen. Ich habe immer noch gute Sachen. Das freut mich für dich. Was ein Pech auch, dass dieses Curse of the Maze uns da reinwirft. Ich hab mehr Luck. Du hast Luck? Oh ja, dann gönn dir. Oh, der Holy Mantle. Aber mein Messer habe ich behalten. D-
Der Jawbreaker. Oh, Jawbreaker macht das gleiche wie Tough Love. Ah, ja. Oh, wenn das kommt, dann feuer ich vernünftig. Oh, das ist eine starke Kombination bei mir. Ja, du hast ja eh schon 4,8 Schaden und dann mit der Feuerrate ist echt stark. Da sollten die Bosse wirklich dahin schmelzen, wenn die Nieren scheinbar. Ich habe garantierte Gifttränen, oder? Ja, genau. Scorpio, okay. Was habe ich noch? Ein kleinen Begleiter? Was ist dieses X? Das X ist Säuretränen. Damit kannst du Steine kaputt machen. Manchmal. Ja, hängt halt von Luck-Set ab, glaube ich, wie viele kommen. War aber sehr unenthusiastisch gesagt dafür, dass ich Steine kaputt machen kann. Das ist ein sehr starkes Feature, ja. Ich meine, ich glaube, ich finde meine Kombo gerade ein bisschen interessanter, muss ich gestehen. Das stimme ich sogar zu. Oh, ich hoffe, dass ich noch ein paar Luck-Ups dazu bekomme. Ich lasse dir jede Münze, die ich sehe. Na, muss nicht. Nur die grün leuchtet. Ja, meine ich auch. Die sind auch ein bisschen gefährlich. Ah. Koop-Modus. Ah, ja, schau wohl da rein. Dankeschön. Greif an. Er hat nicht angegriffen. Er hat aber nur Leute beschworen. Keiner grün. Nee, Lucky Pennies sind generell relativ selten immer. Ja, hallo? Wir können wenigstens alles aufheben. Ich wusste ja nicht, dass du da oben so, dass du so viel Zeit hast. Ich dachte, du gehst dahin. Ich dachte, Teamwork. Ich war auf der linken Seite vom Raum und du auf der rechten Seite. Ja, Teamwork. Keine Ausreden hier für Teamwork. Da brauche ich dein Teamwork. Oh Gott. Hier habe ich keinen von denen erwischt. Keine Sorge, mich hat jeder Gegner dafür erwischt. Oh, mir fehlt der Holy Mantle. Willst du einen Joker einsetzen? Weil du hast. Erst nach dem Boss. Erst nach dem Boss. Okay, ja, dann haben sie mir garantiert, stimmt. Warte mal, wollen wir noch kurz warten, bis. Keine Ahnung, wann die Nierensteine immer voll sind. Wir gehen einfach rein. Bombo. Ich kann auch Steine kaputt machen. Der spendet gleich selbst in die Luft, dachte ich. Ja, das gemacht. Okay. Also Damage kriegt er auf jeden Fall. Oh, die Bombe war so gut. Ja, den haben wir gut down bekommen. Ja, Angel Deal! Rein da. Ah, das Herz ist super gut. Soll ich nehmen? Ich meine. Du hast auch 0 von 3 für Seraphim, also. Ja, nimm du es. Das Buch wäre halt auch gut, aber. Das Buch ist halt richtig gut eigentlich. Was macht das Herz? Damage Multiplier. Oh, Damage Multiplier sind halt wichtig. Die sind viel wichtiger. Ja. Halo of Tears. Und der Effekt scheinbar, dass manchmal eine so nicht gut weiß. Wir machen noch den. Oh, das ist der Schwache. Ich glaube, das Soulard nehme ich diesmal mit. Im Vergleich zu den letzten Soulards, die du natürlich alle mitgenommen hast. Ups. Alles gut. Ich habe eine Bombe gelegt, anstatt mein Messer zu benutzen. Sehr gut. Okay. Ich habe Nummer 2. Und schon können wir zu Mega Satan. Schlüssel. Ach, da haben wir ja noch was. Ich brauche nichts davon. Nimm du mit. Ich nehme aber die Range. Safety Pin, Shot Speed, Blackheart. Ja, brauche ich jetzt auch nicht. Gehört, angekommen, wird genommen. Goldraum hat mir auch schon, Shop hat mir auch schon. Ja, da. Wir haben aber goldene Bomben, das heißt, es gibt keinen Grund, den Secret Room nicht zu suchen. Hab ihn. Ich glaube, der Shop war. Ah, ne, da war der. War Greed drin. Ist gar nichts. Kannst du hier oben? Ich habe, glaube ich, einmal. Wirecode-Hanger? Ja, nimm du Wirecode, ist besser. Noch ein Item? Okay. Na, HP-Abwehr, vielleicht bist du trotzdem noch besser gewesen. Ja, das passt. Ich habe immerhin schon 4. Wie viele spawnt der Junge? Noch bis er tot ist, denke ich. Ach, sei jetzt nie so. Okay. Er ist tot. Der ist nervig. Irgendwie. Ich hätte vergessen, dass er mitspielen muss. Oh, das Gift ist so gut. Ja, ich wollte gerade sagen, so gut, dass wir die ganze Zeit Gift machen auf ihn.
Wir als Team. Die kleinen Würmer und so sind aber nebenbei gestorben, ohne dass ich was machen musste. Ich mach bestimmt auch hin und wieder Gifttränen. Nee, warte, ich hab Fruitcake gar nicht mehr. Achso, ja. Aber den Wafer. Oh, der Wafer ist halt auch so gut. Ja, Wafer wird später noch so stark. Vor allem, wenn wir einen Sacrifice Room haben, ist das übrigens... Nein! Nein! Lucky Penny, ich hab's gesehen, als ich drin war. War klar, dass ich den aufheb. Ich hebe einfach keine mehr auf, siehst du? Einfacher. Ich hole mal ein bisschen Geld für uns. Ah ja, du Steam-Mod. mit dem hast du dann 2 von 3 conjoined. Mit dem Blood Bag wäre es relativ garantiert, dass wenn wir einen Sacrifice Room haben, dass ich auch wirklich dann auszahlen lassen kann. Ja, mach doch Blood Bag. Auch kein conjoined. Conjoined kommt nicht früher. Ja, ich kann doch Wirecode-Hänger haben. Zwei Items hier rauszubekommen, das ist großzügig. Ich nehme das mit. Nein, du hast dann abgelegt. Ja. Okay. Ich hab schon Trinket. Du hast kein Trinket. Nö. Nehmen wir mit. Ja. Mehr rote Herzen. Mehr rote Herzen. Warte mal. Rauch wir können aber dringend. Noch, wenn wir hier sind. Die Goldbomben nutzen. Yeah. Das ist. Jetzt haben wir die zwei Trinkets, die ich immer verwechselt habe. Ich meine, kannst du verstehen, warum ich die verwechselt habe? Ist unglaublich. Ja, yeah, sind beides Bälle. Sind beide. Sehen so unterschiedlich aus. Einfach grundlegend unterschiedliche Items. Trinkets. So. Es gibt eine Challenge, in der hat man keine Items, aber stattdessen nur Trinkets. Okay, ja. Die man dann, ich glaube, wenn man Schaden nimmt, sich immer einverleibt und das ist, ich wurde super stark in der Challenge. Es war ziemlich lustig. Es gibt schon starke Trinkets. Brauchen wir noch was? Nee. Heimraum haben wir. Super Secret Room können wir noch mitnehmen, wir haben goldene Bomben. Ja, okay. Ich war ein bisschen. Ich dachte, nachdem hast du gesucht. Da ist er. Wir haben gerade echt viel Geld. So ein bisschen. Ja. So auf 50 runter oder so. 40 oder so. Crystal Ball ist so gut. Ja, ich habe noch keinen Item auf der Leertaste. Ah, du auch nicht. Was ist das? Das sieht aus. Also. Jeden, den ich fragen würde, der würde sagen, das ist Klopapier. Ja, es sieht aus wie Klopapier. Aber es ist Klebeband. Ah, das deckt entweder die. Machen wir auf der nächsten Ebene dann. Deckt manchmal Begleiter die Karte auf, manchmal gibt es dann Soul Heart. Oh, guck mal, der Begleiter klebt fester an mir. Das ist cool. Ja, das kann super gut sein, wenn du Dry Baby oder sowas hast. Die kannst du dann vor dir festkleben. Oder der Knochen macht ein Item manchmal, wenn er kaputt geht. Okay. Das wäre ganz nett, aber ich will meinen Jawbreaker behalten. Ja, ich behalte mein Klopapier. Ist ja gerade kurz hängen geblieben. Ja, dann ja. Gehen wir weiter. Ja, ja. Ich mache aber Steine kaputt immer. Ebene. Ja. Und ich habe noch einen Joker dabei. Ja. Jo, solange wir unsere Deal. Oh, jetzt ist nur 20%. Okay. Ich schaue es gar nicht so hoch. Das war abzusehen. Genau, Kugel einsetzen. Kugel einsetzen. Okay, nicht die Karte aufgedeckt, aber. Oh, das hättest du nehmen sollen. Das Solar droppt dann sogar. Das finde ich doch ganz angenehm. Für einen Spieler in Nöten. Oh, die Karte ist trotzdem aufgedeckt worden. Oh mein Gott, siehst du, was da ist? Oh mein Gott, ja. Du hast doch gesagt, es ist selten. Soll ich nehmen? Ja, das kann eigentlich auch nicht hier sein. Das ist nur, weil ich Tainted Isaac bin. Natürlich sollst du es mitnehmen. Ja, vielleicht willst du es ja haben. Schieß jetzt kleine... Oh, da ist ein kleiner Mini-Judas. Oh. Die sehen sehr harmlos aus. Aber die greifen an oder so, ne? Ja. Ja, oh mein Gott, die verfolgen die einfach. Holy shit, ich hab die Section noch nie halt gehabt. Gut, ich hab's auch erst freigespielt. Als ob wir das direkt. Also, die Normal Runs, die laufen. Ich sag's dir. Oh, besonders würde ich gerne mitnehmen. Wenn einer Steine kaputt macht, der macht einfach alle kaputt. Ja. Der fliegt einfach durch. Dann nimmst du Joker mit? Hab ich schon, glaube ich. Ja. Achso, hast du schon, okay. Ich hab nur Spaß gerade, ja. Okay, weiter. Oh mein Gott. Bin so glücklich. Ja, C-Section. Vor allem C-Section hat auch so coole Kombinationen mit anderen Items. Das heißt, wenn wir was Cooles finden. Dann musst du das nehmen. Oh mein Gott. Ja, siehst du, wie stark C-Section einfach ist? Du kannst das Teil noch einsetzen. Klar, ich hätte gerne Soul Hut, bitte. Ja. Nein, das nicht. Naja. Warte, da ist ein blauer Stein. Bald ist er kaputt. Ah, da ist ein Soul Hut. Oh, danke schön. Sehr zuvorkommend. Der muss sterben. Yep. Okay. Yep. Oh, da ist niemand mehr im Shop drin. Ich
Ich will irgendwie so Milk haben oder sowas. Wir haben Sacrifice Room auf der Ebene. Taking Damage. Dann die Penny Pack. Auf jeden Fall. Oh ja. Hallo, oh, kriegst du auch noch was? Oh, na, halt, nein, nicht das mit, ist nein. Das halt komplett auf. Halt 4 Herzen, Entschuldigung, nicht komplett. Das ja, heißt. Ja, also wir machen den Sacrifice Room noch und das, damit werde ich mich dann aufheilen. Kannst du dich damit heilen? Das ist dein eigenes immer noch. Du bist Tainted Isaac. Achso, das ist das. Ich hab's abgelegt. Ich sehe meine Items ja gar nicht. Achso, ja, dann dann nicht. Nö, dann kannst du es eigentlich mitnehmen. Nimm Technology Zero. Soll ich nehmen? Nimm Tech Zero mit. Das ist so dumm. Warum ist jeder ganz so stark sofort? Ah, Laser Babies. Ich brauche unbedingt Meteorate. Ja. Ja, keine Sorge, vielleicht kriegen wir noch ein Sacred Heart oder so raus. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Boss und dann kommen wir zu dem Sacrifice Room. Jo. Du kannst die blauen Feuer, ich spreng es weg. Sind auf Normal. Schade. Der sprengt auch gleich weg. Oh, kleine Batterie für dich. Okay, ja. Aber jetzt kommt jetzt in großer Raum. Gewasted. Oh oh. Vorsichtig. Lass die kleinen Babys das machen. Nee, ich will auch was machen. Also, du kannst wieder einsetzen. Oder versuchen. Oh, sehr ja. Schön. Ich war schon wieder beim halben Soul Art nur noch. Ich muss sagen, die Nierensteine. Oh Gott. Die Nierensteine nerven mich aktuell ein bisschen. Ich will eigentlich nur mal angreifen, aber. Ist hier erst ein bisschen aufladen. Kann ganz nett sein, aber auch anstrengend. Kann ich das so schießen, dass. Ja. Cool. Ein guter Cent rausgeholt. Naja, ja, nee. Das ist jetzt nicht ganz wert. Das ist es wert. Oh, ging schnell. Zum Glück habe ich hier nicht genommen. Ja. Dafür bin ich dabei. Oh, der wird so schnell sterben. Naja, doch nicht. Aber lang leben tut er auch nicht. Oh, wie groß die sind. Oh, was ist mit denen? Ach so, das ist, weil du Dingens. Ja. Letschki, Lack. Warte, wechsle ich durch meine Items durch, welche ich ablege. So, da ist der Nierenstein am Boden. Ja, ehrlich gesagt, der hat mich genervt. Soll ich den nehmen? Da musst du ihn. Ne, warte, ich nehme was Neutraleres. Ich wünschte, ich könnte sehen, was ich hier ablege. Okay. Magic 8 Ball gibt uns Planetarium Chance. Und erhöht deinen Shot Speed. Was hätte ich Magic 8 Ball? Size down. Nimm Tears Up mit. Ja, ja. Muss ich ja sowieso. Ne, ich hätte es auch mit. Ja, oh. Soll ich Devil dir Karte? Ah, ja, mach mal Joker. Holy Water und. Act of irgendwas. Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Also egal, der lebt nicht lange. Das eine gibt ein Tears Up. Tears Up? Oh, ich sehe es, ja. Mal. Nee, warte, nur das mit, ich werde dann. Und ich bin. Mir wurde vergeben. Und hast auch ein Eternal Heart bekommen, okay. Holen wir die Seelenherzen hier raus, ja. Nein, ich will mein Eternal Heart verlieren. Ah ja, zwei Stück. Nimm beide. Nee, nimm du mit, ich gehe in den Sacrifice Room. Achso. Ja, wir können in der Mitte noch eine legen. Ja. Okay. Gerade mal zwei Soul Hearts, was denn? Oh, aber schau mal, wie schnell die jetzt schon rauskommen. Die sind jetzt so viel besser geworden. Was wir noch bräuchten, wäre sowas wie das Schwert. Ich meine, ich habe dir einen Clip geschickt. Wenn die erstmal ein Schwert in der Hand haben, dann geht's richtig los. Wenn die bewaffnet sind, dann ist gruselig. Oh, ich kann die Steine hier echt easy einfach abbauen. Naja, ist nicht so easy. Also schnell genug. Oh, okay. Schlüssel. Cash Money? Okay. Es hat einen Tritt abgefangen, das Herz. Ach komm, mach auf. Du hast mit iPhones noch geöffnet. Ach, das ist der Wafer, oh mein Gott. Du kannst ja eh doppelt so oft da reinlaufen. Genau, das deswegen meinte ich, dass ich unbedingt einen haben will. Oh mein Gott. Ups. Naja. Du kannst ihn auch bekämpfen. Du kannst ihn nicht bekämpfen, wenn du willst dann. Wir haben Geld. Ist einer Lucky? Nö. Ich weiß nicht, ob ich den bekämpfen will. Warum nicht? Ist doch jetzt schon fast tot. Er war schon zur Hälfte tot, bis du überhaupt fertig gesprochen hast. Ja, da bin ich einmal getroffen. Aua. Kannst du ein Soul Heart? Nee, warte, das will ich haben. Ja, ich.
Okay. War das schon alles? Das lief doch akzeptabel. Haben wir überhaupt was rausbekommen, was wir wollten? Bisschen Geld. Unser Geld ist voll. Wir haben nicht wirklich was raus... Oh, Geld ist voll. Warte mal. Das bedeutet, wenn ein gewisser jemand hier... Münzen einzahlt, kann er Lack bekommen, aber das passiert halt so selten. Kriegst du halt nicht. Das passiert nur, wenn ich das mache. Ja. Nein, mach auch rein. Okay. Mach ruhig bis 50 oder so. So viele Shops kommen jetzt auch nicht mehr auf uns zu. Komm ich ja, wenn der wieder mal ein bisschen voller ist. Was ist unser Ziel? Wo wollen wir überhaupt hingehen? Da, wo wir jedes Mal hingehen. Oh, du hast Lack bekommen. Zu The Beast wieder? Ja. Also, du kannst das HP Up mitnehmen. Ja. Ich habe nichts davon bekommen. Na, du hast ein Speed-Up bekommen. Das ist gut für deinen Charakter, wenn du durchdashen willst. Ja. Da ist nichts mehr. Da ist Na, wir können Karte. Wir können da in den Darkroom natürlich rüber. da rechts war noch ein Raum. Da ist eine Maus im Bild. Die kleinste Maus, die ich jemals gesehen habe. Wo? Ach, das ist meine. Warum ist meine da? Meine ist auf dem linken Warum wird die so Monitor? Winzig? Ich dachte, es wäre... Ich dachte, du hast irgendwie deine Maus komisch winzig eingestellt oder so. Wahrscheinlich, weil 4K? Ne, ich habe auch einen 4K-Monitor. Ich habe auf 150% hochskaliert. Ah, okay. Ich wahrscheinlich auch. Ich mache die Steine kaputt. Okay. Ich habe die Fähigkeit dazu. Muss mein Powerbild nutzen, um Steine zu zerstören. Ja, das ist eine gute Investition deiner Kräfte. Da ist noch ein Raum? Oh ja. Da war eine Karte. Zwei Gegner. Ah. Ich schieße noch nicht so viele Zähne, wie ich mir wünschen würde. Das würde ich noch für die nächste Ebene aufheben, damit wir die Karte direkt aufdenken könnten. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Labast. Zwei rote Herzen. Ja, gehen wir weiter. Wird noch super secret theoretisch, aber. Ups. Ich kann den Suicide. Nee, ich will mich, glaube ich, gar nicht umbringen mehr. Ich habe zu viel Leben schon. Ja, jetzt, wo man erstmal C-Sage gefunden hat, da. Denkt man sich, nee, vielleicht hat es doch noch alles einen Sinn. Ja. Da macht man noch weiter. Du kannst auch Secret Rooms damit aufmachen übrigens. Ah, okay. Deiner Säure. Ja, gehen wir weiter, oder? Ja, geh weiter. Hui. Ich glaube, der Run sieht bisher ganz gut aus. Ja, lass einfach wieder zu The Beast gehen und so, würde ich sagen. Die Kugel. Wir brauchen auch beide Chest-Dinger. Kugel ist aktiviert. Ich nehme das mal mit. Secret Room! Guppy's Tail! Boah, der Mantel ist auch halt nice. Ja, was willst du haben? Ich würde den Mantel mit dem Damage nehmen, wenn du nichts nimmst. Das Herz mal mit. Ja, nimm den Mantel mit. Oder was? War Guppy's... Guppy's Tail erhöht die Chance, dass man goldene Kisten findet. Steht einfach allgemeine Kiste. Nicht Gold, ne? Okay, ich dachte, das wäre ein goldenes Spezial. Nee, aber es gibt doch eine Chance, dass man gar keine Belohnung kriegt. Nö. Wir gehen ja eh nicht Goldchest. Dann nehme ich einfach den Damage. No. Habe ja auch den Multiplikator und so. Ich komme damit nicht raus, ne? Doch. Okay. Ich wollte gerade sagen, worauf wartest du? Ich habe keine Holy Mantle mehr. Ja, warum nicht? Keine Ahnung, ich habe Wafer genommen. Oh, wenn wir schon mal hier sind. Ja, let's go. Das Herz kannst du gleich wieder mitnehmen dann. Ja, können wir auch jetzt schon direkt machen. Ich werde eh nicht so viel Schaden nehmen auf der Ebene, denke ich. Okay, geh mal weg. Und es erhöht auch unsere Angel die Chance. Das ist also wirklich ganz gut. Ich muss auch direkt schon mal. Selber zu verletzen erhöht die Angel die Chance? Jo, das bringt uns einfach rein. Conjoint 2 von 3. Ja. Warum ist es. Nächste Folge hebe ich keinen Gegenstand auf. Ich sag's dir. Ja, wir brauchen Conjoint für dich. Ja, ich weiß, aber... Aha, ich habe keinen Space Mountain. Ja, vielleicht kriegst du ja noch eins. Ja, Rest kann man... Aber du hast halt den Wafer, also für dich wäre das so viel besser gewesen. Nicht unbedingt, ich habe keinen Space Mountain. Wir werden auch nicht mehr so viele finden. Ja, aber du hast diesen dummen Penny Pack, den Wafer und das. Du weißt, du kannst so viele Sachen... Ja, das stimmt. ...synergieren. Bauchnabel. Was macht der? Zwei Trinkets. Ach ja, zwei vom Wahnsinn. Und zwei Trinkets. Mystery Sack ist eigentlich ganz nett. Bauchnabel. Wenn ich einen Gegner töte, kann ich fliegen. 5% Chance.
Ah, für den Raum. Secret Room hat mir noch nicht, oder? Nee. Du hast Secret Room gesagt und dann bin ich in eine andere Richtung weggerannt. Ach so. Lockdown. Hier hätte ich eher ungerne. Haben wir gerade zu viele Schlüssel? Nee. So ein bisschen. Also kannst du mir gerne 5 Schlüssel geben oder so, wenn du willst. Nö. Da war die Karte, die wir brauchen, im Raum davor gewesen. Oh. Na, dann kenne ich ja jemanden, der die ganz kostengünstig uns mitnehmen wird. Ich mach was ganz anderes. Die Schultertaste, ja, ich glaube, die muss ich gedrückt lassen. So. Ah, der Red Key bringt uns nichts. Wir sind beide Tentakel. Man braucht das, dass man überhaupt hin darf. Nee, der ist nur für, ich meine. Lob mich einfach, dass ich dran gedacht habe. Gute Arbeit. Danke. Ich habe das erste Mal in meinem Leben da dran gedacht, das überhaupt zu machen. Dann denk mal dran, dein Spacebar-Item zu aktivieren. Da denke ich gar nicht dran. Das ist nur ein Hierophant, nur 2 extra Herzen. Hierophant? Kannst du mitnehmen. Oder kannst du einsetzen sogar, wenn du willst. Ich setze ein. Kann ich nämlich Turfharz wieder mitnehmen. Und die ist in Kombination mit Wafer sehr hilfreich. Emperor? Bei der Grünen? Nee. Ja, ist mit dem Würfelraum vorne, das war aber echt ein Troll. Wieder nur Müll? Der Shop muss aber jetzt was haben. Wir haben nämlich schon beide Shop-Dudes besiegt. Ja, wir haben Judgment. Oh, ich hoffe, es wird Demon Judgment. Oh, so, der Devilbagger wäre so gut. Muss man den da nicht in einen extra Raum setzen? Wir schauen mal, ob wir das Item haben, damit Karten stärker werden. Haben wir nämlich. Wenn du das machst, bekommen wir nämlich 2 Bagger dann raus. Und was liegt hier? Lovers. Okay, soll ich den hier machen oder ist das raumspezifisch, was für Bettler kommen? Nee, das ist egal. Mach aber hier draußen. Warte, lass mich mal nochmal lesen kurz. Ah ja, hat aber 2% Chance. Judgment. Yes. 2% und dann kommt einer? Nee. Warte, was war 2%? War doch irgendwas anderes. Chance, dass 2% man Devilbagger, dass ein Special Bagger kommt. Aber vielleicht ist es 50-50 zwischen den normalen. Das ist beides Müll. Ich hab schon. Nee, ich hab keine Spritze mehr, die wurde weggeworfen. Ich will die Nierensteine loswerden. Kennt ihr das? Ja. Mit denen auch noch direkt. Von unten. Dann stehst du recht im Item. Mach das nicht. Wir wollen ja sehen, was durchwechselt. Dann mach du von unten. Nee, das Item spawnt unten. Ja, okay, wenn du es aufhebst, dann wechselst du ja nicht mehr durch, aber du kannst halt ablegen. Naja, nee. Das machen wir schon so. So. Sonst hätten wir Bamboo mitgenommen. Ja, hast du Platz für einen Iron Bar oder so? Kannst du den Latch Key nicht weglegen oder so? Was bringt mir Iron Bar was? Ich wechsle mal durch und dann, nee, das will ich nicht. Nee, den will ich auch behalten. Nee, das will ich definitiv behalten. Das ist ein bisschen dumm, wenn ich... Okay. Du hattest die Krone? Scheinbar? Ich meine, mich nicht zu erinnern, dass du die hattest, aber... Ich glaube, das ist ein zweites Item hier. Oder? Nee, ich... Keine Ahnung. Ach, wir haben noch rerollt. Ah, okay. Soll ich den mitnehmen? Nee, ne? Nee, ich meine, dann wiederum. Es wird halt einiges bisschen nervig machen, aber ich habe das Gefühl, wenn du erstmal aus den Nierensteinen die alle rausfeuerst, wäre schon extrem. Ich würde es nicht mitnehmen, ich find's nervig. Nee, ich auch nicht. Das passt schon so. Plus ein Soulheart if the boss wasn't defeated yet. Oh, cool. Du könntest... Was könnte ich? Naja, wir brauchen das ein extra Soulheart jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir könnten tauschen, dass ich die Full-Karte mitnehme und... 3 Stück. Wow. The Hierophant. Was sollen wir die ganzen Herzen noch machen an dem Punkt? Ja, du willst die Full-Karte? Ja, wenn auch eine Karte. Nee, jetzt ist wirklich egal. Amnesia. Ich weiß nicht mehr, wie die Karte aussieht. Dann nehme ich halt die Full-Karte wieder. Ja, nee, es hätte nur dann was gebracht, wenn du dann die Emperor-Card gemacht hättest und sowas, aber... Achso, das eine Soul hat, was du dann zusätzlich bekommen würdest, das, würde, ist mir so das egal, brauchen wir nicht mehr. Genau, so. Du hast die Fool-Karte dabei. Okay. Ja. Und wenn nicht, bin ich der Fool. Ja,
Das ist mir noch nie passiert. Au. Los, meine Babys, esst den Fuß. Au. Den nehme ich auch mit. Und noch ein Soul. Das bin ich... Ah, das stört mich ein bisschen. Das ist, wenn man... Moment, nehme ich wieder mit. Wenn man auf hart spielt, bekommt man einfach gar keine Herzen. Wenn man auf normal spielt, bekommt man viel zu viele. Ja, ne? Wir brauchen medium hart. Ja. Yeah. Halt wirklich. Cool. Flop. Ah, wir brauchen auf der Ebene sonst auch nichts mehr. Ich habe nämlich auch keine Lust. Heimraum oder so, aber nee, Amnesie ist einfach zack weiter. Ja. Lagen zwar 100 Karten rum und so, aber brauchen wir nicht. Brauchen wir halt wirklich nicht. Wir brauchen noch ein cooles Item für dich. Also noch ein paar. Du hast nicht übertrieben gerade mit der Aussage, ja. Es ist, wir haben genug. Auf Spiel. Bisschen Damage würde ich noch nehmen. Ja, ich auch. Ehrlich gesagt. Hätte ich auch nichts gegen. Wir würden noch ein bisschen Damage nehmen. Hier fehlt halt irgendwie noch so ein gewisses Item, das... Das ist besonders... Also das gewisse Etwas. Tech Zero ist schon funny. Aber was wäre mit einem Averaging? Was ist das? Nee, das... Ich meine, kannst maximal dann eine goldene Bombe so rauskriegen. Ich würde den Rucksack mitnehmen. An deiner Stelle ist beides irrelevant. Mach mal... Aktivier mal dein Spacebar-Item. Genau. Oh. Ah, der Goldraum. Ja, ich wollte zum Secret... Wir können auch, oh Gott. Secret-Raum und dann Shop und dann Goldraum, okay. Hallo. Wer könnte das Item für uns... Oh Gott. Hast du es weggeschossen? Nee. Boah, die Maske ist halt so gut. Schon wieder ein Hyrule-Fan. Au. Ja, ich geb dir deine Herzen. Bitteschön. Achso, du brauchst Rote. Ich will dich aufnehmen. Wir hören eins von beiden mit. Ich glaube, ich mag die Maske mehr. Ja, die Maske ist sehr viel besser. Achso, ich dachte, ich soll das einfach aufschießen. Ich habe vergessen, dass du es kannst. Okay, Shop. Member Card! Member Time. Ja, die hebe ich einfach auf. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr genug Geld, um damit noch was zu machen, aber vielleicht... PhD, dann werden die Lackkarten, Lackquellen besser. Aber das Tropfen-Coupon. Ah, shit. Ich kann nur eins von beiden. Naja. Ja? Naja. Naja. Das ist Size Down und eine Random Pille. Okay. Hast du was umsonst gemacht mit dem Coupon oder nicht? Ja, damit kann ich eine Sache aus dem Shop wird dann gratis, aber... Ich weiß nicht, warum ich den mitnehme, aber ich habe den Platz doch dafür. Nee, der ist super gut. Da kriegen wir aus Kisten super viel Zeug raus. Achso, das war gar nicht das Leertasten-Item. Nö. Ist active. Mom's Key ist ein super gutes Item. Ja, ich dachte an Dad's Key, als ich den gesehen habe. Dad's Key ist auch gut. Ja, yeah, den wollte ich ja mitnehmen. Oh. Aber dann war es Mom's Key. Haben wir Mama und Papa auch ähnliche Schlüssel für dieselbe Wohnung? Hä? Ja, und was mit dem Schlüssel, der mir hinterher schwebt eigentlich? Ja, gute Frage. Hab ich da die Tür aufgebrochen? Würde ich nächste Ebene nochmal hingehen? Ich sehe, wir sehen dann beide wieder. Ich kenn doch den Morgi-Trick. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Oh oh. Gefährliche Gegner. Wo? Keine Ahnung. Oh, wir haben noch ein Sacrifice Room! Let's go! Damit können wir dann sowohl den Angel Deal geworbt werden, als auch ein Angel Deal Item generell rausbekommen. Und mein Item ist voll. Okay. Dein's das heißt, ich würde noch schnell einen Abstecher beim Shop machen. Nee, dann wiederum, wenn wir in Devil Deal geworbt werden. Dann will ich da lieber mit dem Coupon was gratis mitnehmen. Das hättest du auch einfach später aufheben können, tatsächlich. Du hattest nur ein halbes. Wir haben noch drei oder so auf der Ebene rumliegen. Ja, manchmal braucht man's. Ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Okay. Hast ja wahrscheinlich recht. Ja, das ist schon wieder eins. Was ist das eigentlich? Ach, das von dem Pickel. Noch von Spelunky. Die weiße Flüssigkeit. Ja. Macht alles klebrig. Oh, noch ein bisschen Geld. Noch ein bisschen Soul Heart. Noch ein bisschen Bomb Heart. Ja, der wird blob, nicht lang leben. Blob, blob. Oh, der hat hier sogar Schaden gemacht. Das ist gefährlich. Müssen wir an sich nicht bekämpfen, aber... Ich weiß. Oh,
Kraft. Ja, nutzt die ruhig. Also, achso, das war die letzte Auszahlung. Ja, das war schon... Okay. Naja, ich will noch... Ja, die liegen halt auch auf dem Weg, ne? Ach, jetzt auf einmal! Jetzt sind wir ja fertig mit dem gefährlichen Raum. Was haben wir sonst noch? Naja, die zwei Räume können wir auch noch machen. Ja. Ich mag nicht, wo er steht. Fuck. Okay. Interessantes Strat. Ich wollte nur den Stein wegsprengen. Ich meine, ich habe Tränen, die Steine kaputt machen. Na, dachte ich mir auch. Ich dachte mir, ich kann auch einfach eine Bombe legen. Wir haben genug übrig. Das ist ein Item für dich. Glaube ich. Ja, Feuerrad. Ja, aber vier Babys. Und da ist langsam, aber dafür sind es direkt vier. Nee, ist schon besser. Ja. Vor allem, wenn du jetzt noch Conjoint irgendwie zusammenbekommst. Oh, Conjoint-Traum weiß ich ja nicht. Conjoint und Quatsch, das ist schon ordentlich. Das hatte ich tatsächlich bei meinem ersten C-Section-Run beides. Dein erstes Mal C-Section. Ja, das vergisst man nie. Ist keine Trinkets mehr jetzt getroppt sind die ganze Zeit. Haben wir alles? Ja, ja. Super Secret-Raum oder so. Auf dem Rückweg nehmen wir noch den Goldraum mit. Ui. Ich sollte vielleicht noch ein paar rote Herzen dann mitnehmen, aber wir finden genug, wir finden genug. Ja, ja. Ich habe eh Wafer. Da mache ich mir gar keine Sorgen, ja. Ich werde vielleicht eine Hyrule-Fan-Karte mitnehmen sollen. Das ist noch die Tour of Hearts. Kann sich sogar voll heilen, theoretisch. Die... Tier ist down. Ich setze die Tour of Hearts jetzt nicht für nichts ein. Also links ist Mother-Transformation für mich. Weil die bringt ja, die macht ja nur dieses dumme Messer, was hinterher fliegt. Also. Vielleicht bringt Poison Touch bei dir was, wenn du durch Gegner durchfliegst. Ist das Poison Touch? Ja, die rote Spritze. Okay. Ich benutze mein Messer halt zu selten. Aber nochmal Movement ab. Ja, kannst du noch Bettlern suchen oder so? Oh, guck mal, wie traurig der guckt. Oh, oh mein Gott, ich habe den noch nie gesehen. Neuen Gegner anlockt. Schon mal, aber ist eh schnell. Ich habe den noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ja, ich nehme das mal eben mit. Ja, das ist gut. Bloß noch deine Kristallkugel. Aber falls wir die Karte ein bisschen aufdecken wollen. Eine Full-Karte. Ja. Aufheben, durchwechseln. Messerchen. Mein Gott, das war ja ganz schön schwer, den Jungen zu erreichen. Ich hoffe, dass wir noch einen Begleiter finden für dich. Ja. Sonst kommt der ganze Bild nicht so richtig zusammen. Aber willst du noch weiterschauen? Du kannst weitergehen, wenn du willst. Gehen wir hoch. Okay. Ich glaube, wir hätten Mega-Satan machen sollen. Mega-Satan hat eigentlich immer die guten Unlocks für die Tainted-Charaktere. Wir haben höchstens... Nee, Delirium-Schoss gibt's nicht mal nach Mr. Doch, Beast, nach Mega... Achso, nach, The Beast nicht. Nach Mega-Satan hat man 50%. Ja, ja. Was auch immer hier passiert. So, du machst das schon. Ich bin einfach sehr aktiver Mitspieler gerade. Bist du schon langsam gewöhnt? Wenn ich überlebe, schaltest du was frei? Nee, du musst nicht mal überleben. Oh. Keine Sorge. Ich meine, ich will jetzt nicht der Typ sein, aber... Ja? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass du stirbst und ich am Ende noch lebe. Ach so, ja. Ich bin mit dem Wafer einfach fast unbesiegbar. Und eigentlich noch die Tour of Hearts Karte. Ich kann so oft getroffen werden, bis ich sterbe. Den brauche ich nicht. Da wäre noch ein Soulard rechts gewesen, aber das kriegen wir noch hin. Achso, ich dachte, ich habe eins aufgehoben und bin voll. Scheinbar habe ich zweimal Damage bekommen. Siehst du, das kann mir nicht passieren. Ich müsste viermal Damage bekommen. Ein Wafer ist so stark. Ja, aber mit zwei reinen Herzen überlebe ich eigentlich alles, glaube ich. Außer ich habe halt einen Schaden. Ja, ich denke auch, du stehst vor allem mit dem Item wirklich gut da, da kannst du auch ziemlich gut auf Distanz bleiben. Ja, ich finde rechts ist wieder eine schöne Übersicht, wie per wir die Items aufteilen. Ich meine, ich bin Tainted Isaac, gemessen daran ist das Maximum an Items, die ich haben kann. Ja, vielleicht hätte ich einfach welche liegen lassen sollen, um fair zu bleiben. Und dann, ach so, einfach nicht mitnehmen. Ja. Der ist aufgetaucht. Komm schon, komm schon. Kettenball ist nicht so gut, ne? Nee. Ja, Kettenball ist super, der blockt Projektile. Und macht Steine kaputt, oder? Ja.
Denk dran, Spacebar-Item aktivieren. Karte? Cool. Cool Karte, die wollen wir. Nein, nein, wiederum, die gibt bei dir. Vielleicht gibt die bei dir sogar ein Soul-Up, wenn du sie einsetzt. Du hast ja die stärkeren Karten. Nee. Nee, macht sie nicht. Okay. Wird hier dabei stehen. Okay. Merkt, dass wir eine Call-Space einfach bekommen haben. Ich hab die ich sehe einen Tinted Rock. Ja, da hier, ne? Yeah. Oh, Bomben. Davon brauchen wir noch ein paar. Tears down. Und Shot-Speed up, Tears down. Das ist ja eklig. Die würde ich nicht aufheben. Ich glaube, Shotspeed ist für dich aber tatsächlich ziemlich okay. Ja, dann fliegen die Babys ein bisschen weiter. Nee. Nein? Shotspeed und Range waren mal so ein bisschen zusammen, aber dem ist nicht mehr so. Shotspeed sind keine Freunde mehr. Also sie fliegen halt schnell, aber nicht weiter. Okay, okay. Früher war es ja sonst immer so, dass wenn man mehr Shotspeed hat, dass das dann auch irgendwie mehr Range wurde, aber war Range wirklich ein sehr unnötiger Stat. Ja. So, ich habe auch sehr viel Luck zusammenbekommen im Laufe des Runs. Ich gehe halt nie gezielt auf Range in keinem Run der Welt. Nö, gibt auch keinen. Ich meine, manchmal hat man zu wenig oder ist man genervt. Azazel, maybe, aber. Denkt an ein Spacebar-Item. Da ist ein Soul-Hard. Oh. Meinst du? Schnell aufheben. Naja, alles gut, ich hab noch genug Heilung. Wo sind denn die ganzen Bettler? Puberty. Warum ist das ein negativer Effekt? Hä? Warum ist die Pubertät negativ? Nee, ich sehe ja nicht. Ja, vom Geräusch her schon. Ja, vom Geräusch, aber das ist ja. Tatsächlich ist es ja nicht, wenn du lang genug in der Pubertät warst, dann kannst du auch Steine zertrümmern. Das ist ja das, wofür man überhaupt in die Pubertät geht. Ach. Oh ja, Gott, siehst du, wie viel du rauskriegst wegen Mom's Key? Ja, ein, zwei Sachen. Das bringt uns nur alles überhaupt nichts. Was wir gebraucht hätten, wäre ein einziges Item. Oh, ich hasse diesen Raum. Oh. Keine Sorge, ich mach das. C-Section macht das schon. Aua. Nichts. C-Section räumt halt wirklich auf. Ich muss halt gar nichts mehr machen. Die fliegen überall alleine hin. Vor allem, was sehr schade ist, ist, dass du trotzdem. Das immer noch relativ schwach ist. Ich finde es trotzdem cool genug, dass der kleine Baby. Ich finde es schade, dass ich Judas bin, dass man gar nicht so sieht, wie krass die eigentlich aussehen. Wie cool die sind. Ja. Die haben nur so schwarze Blobs gerade. Ja, dann wiederum sehen sie aber auch ganz cool aus mit den. Ja, was sind da so kleine Isaacs sonst? Das ist viel lustiger. Ja. Und wenn man natürlich noch irgendwie ein Schwert oder so als Kombination dazu hat, aber. Das war uns alles nicht vergönnt. Willst du ein extra Herz? Scheinbar. Ja, ja. Das ist sehr hilfreich für meine Tour of Hearts Karte. Ja. Okay, kein Mimbettler, schade. Ja, das läuft nicht so gut. Tour of Hearts. Soll ich mitnehmen? Wheel of Fortune, das wird eingesetzt beim Boss. Damit spawnt natürlich auch ein Automat mehr. Schlüssel wichtig. Muss man den Joint-Begleiter? Bei der Marmkiste kann das Item noch hin und her switchen. Mhm, das wird es auch. Und vor der Marmkiste ist noch eine goldene Kiste. Da könnte auch noch was drin sein. Hier ist nichts. Da kommt so viel Geld. Warum kommt hier so viel Geld raus? Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach nur nicht getroffen zu werden. Ich halte nur in eine Richtung und bewege auch nur noch. Die C-Section spielt eigentlich für uns und wir beide gucken zu. Ja. Also, das ist wirklich so schade, dass wir. Der gibt Kisten. Wirklich schade, dass da nicht noch irgendein cooles Item dabei war, aber. Mach nicht zu viel, wir wollen auch die goldenen Kisten öffnen. Ja, ich habe doch. Da ist ein Fliegen und eine Kette. Oh, ich krieg die Marm-Transformation. Also, du willst das rote Teil haben, auf jeden Fall. Lass die Blood, was ist das? Damage for each enemy killed in a room. Ja. Kampf gegen die Reiter wirst du in die ganzen. Die Reiter. So ja, okay. Ja, dann nehme ich hier einfach mal das Dings. Zack, erstmal da. Naja, egal. Und da haben wir Screw oder Lodestone. Magnetizing Tears. Oh, ich will den Lodestone haben. Du willst den Lodestone? Oh mein Gott, hier ist noch ein Item.
trotzdem kein Ding. Was machst du, Kidney? Ja, Bob's Curse auf jeden Fall. Da sind noch zwei Kisten. Hey, Tears up! Was da? Piskus? Ja. Jo. Und mir Knockback. Können auf jeden Fall dem noch ein bisschen was geben. Wen habe ich da aufgehoben? Wer bist du? Shotspeed runter, Lazy Wurm. Noch eine Kiste, okay. Fuck, wir müssen. Auf jeden Fall noch Schlüssel auftreiben. Ja, ich meine, wir haben noch ein Wheel of Fortune, den können wir einfach benutzen. Ja, wir setzen mal die Wheel of Fortune, da kommen drei Stück raus, die können wir direkt wegsprengen. Oder wir finden hier einfach rein. Kann ich meinen Plan behalten. Oh ja, da war einer. Ja. Hoho. Squeezy, ne? Ja, ja, klar, du willst ein Tears Up. Trotzdem noch echt langsam, ne? Ja, ist auch Quatsch, Schott. Hallo? Seelenherz wollte ich aufheben. Jetzt. Oh, du kannst eigentlich auch noch das da unten mitnehmen dann. Das hier? Ja. Wenn du, wenn du Creep getroffen bist, machst du ein bisschen Langsamungszeug. Bisschen ich würde auf jeden Fall sagen, wir sprengen dann auf der Ebene noch die Automaten weg. Noch ein Schlüssel? Sehr schön. Die. Na, da wiederum, vielleicht spielen wir an den Automaten einfach, um Schlüssel rauszubekommen. Es geht ja eh super schnell mit deiner Mod. Achso, ja, das war eh der Plan. Oh. Ich setz mal hin. Was ist passiert mit der Karte? Ich hab doch gar kein Secret Room, oder? Wow. Ah, nee, das ist einfach nur eine Fool-Karte dann. Hallo, lass mich da reinlocken, danke. Oh mein fucking Gott. Ja, du kannst die Kugel noch ein. Nee, warte, setz die Kugel vielleicht lieber beim Boss dann ein. Crawl Spaces leuchten alle 10 Sekunden, ja. Das will ich jetzt hier am Ende haben, endlich. Warte, du hast Duct Tape, dann bringt dir dein Begleiter gar nichts. Der Guardian Angel rotiert um dich herum, das ist eigentlich der Sinn dahinter. Ja, ist egal. Kann auch um mich herum stehen. Muss ich in dem Raum 10 Sekunden stehen bleiben, damit ich den Stein sehe? Ich meine, es muss nicht auf jeder Ebene einer sein. Das war das Hauptproblem. Ja, aber was ist, wenn es jetzt noch der eine Begleiter ist für Conjoined? Das wäre ziemlich stark. Was ist, wenn diese Vase einfach nie kaputt geht? Okay. Der bringt dir jetzt auch nichts mehr. Da lag noch ein Schlüssel. Schau mal, wie faul wir sind. Willst du den haben? Okay. Wenn ich Schaden nehme, will ich, dass auch wirklich viel Zeug aus mir rauskommt. Das stimmt. Das ist gut, dass du auch noch den Coupon hast. Ja, wir können weiter, würde ich sagen. Nee, du willst das Hollard noch mitnehmen. Warum hab ich schon wieder Schaden? Warum tust du mir immer weh? Ah nee, wir müssen den Schlüssel behalten. Wir müssen ihn wegsprengen. Okay, wir haben noch Schlüssel bekommen, gut. Es gibt nämlich noch zwei Kisten bei, So, kannst weitergehen. Ist das schon Basement 1? Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, ist es. Victoria ist am Boden. Ah, mies. Das heißt, wir können dann die erste Goldkiste nicht öffnen. Weil vielleicht finden wir noch einen Schlüssel. Aber Goldkisten haben doch extra Loot, haben wir. Ja, aber da vorne ist noch ein Item dann in der anderen drin. Ach so. Da ist ja das rentierte Mom-Item drin. Ja. Das wollen wir ja ein bisschen eher haben. Das kostet einen Schlüssel? Nö. Nee, tut's nicht. Mom's Eye auf jeden Fall. Ja, hätte ich auch gesagt. Auge. Ja, können wir nochmal zurück. Noch ein bisschen durch das Wohnzimmer laufen. Ja, nochmal vorm Schlafen gehen, ein bisschen hin und her rennen. Da wäre ich keinen Schlüssel rausbekommen. Verrückt. Mies. Gute Nacht. Warum können wir schlafen? Wir sind doch vollgeheilt. Es geht immer. So was bringt doch nicht, glaube ich. Ich glaube, es geht immer. Ich sage, es geht immer. Ich gehe nochmal schlafen. Okay. Guten Morgen. Dann geht's mal richtig los. Ich werde Doc mal einfach einen Coupon anbieten und schauen, was er davon hält. Okay. Ich hebe meine Wahrsagekugel auf für den anderen. Für Beast. Ich schicke meine Kinder auf den Fernseher. Aua. Oh, guter Schaden gegen Doc mal soweit. Jetzt gegen den Fernseher. Ja, wundert mich nicht. Wir haben ja erst so viele Damage-Ups mitgenommen jetzt gegen Ende noch. Oder wie viel Damage habe ich? Ja, fast 7. Ja, das ist. Warum schießt du noch auf den Fernseher?
7 ist an sich nicht so viel, aber C-Section regelt schon. Ach, ich wäre 7 genug bei dem, bei C-Section. Kommt halt immer an, welche Items man hat. Ja. Ob der Damage gut ist oder nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe auch Schaden gemacht. Kann Einbildung sein, aber ich habe das Gefühl, es war okay. Du warst dabei? Nee. Ich hab schon angegriffen. Willst du die Kugel einsetzen? Kriegst du ja Aufladung nach jedem. Oh, danke. Ich hätte die Karte eigentlich... Cool. Das war unser Holy Mantle. Okay, kann ich die Ich hab die Karte eingesetzt. Ich hab sie eingesetzt. Ich wollte meine Dark Arts benutzen. Warum ist da auf einmal eine Karte gewesen? Warum ist deine Karte überhaupt gedroppt? Was ist passiert? Weil eine Black Rune rauskam aus deinem Ding. Jetzt, die habe ich aufgehoben und da ist meine Karte gedroppt, hast du sie aufgegeben. Ich wollte sie eigentlich aufgehoben, dann wollte ich sie eigentlich wieder haben, aber naja. Kann ich die Black Rune wieder haben? Den Rest kennst du ja schon. Hey, meine Babys sind echt viel größer geworden. Diese ganzen Damage-Ups sind nice. Ich habe seine Bombe scheinbar abgebaut. Ich bilde mir gerne ein, dass ich auch Schaden mache. Ich bin mir nicht sicher, ob es passiert, aber... Ich greife einfach nicht mehr an. Bin's raus. Okay. Kannst du dein Dingens wieder aktivieren? Dein letztes Mal. Jurofant. 3 Seelenherzen. Ich meine, es ist nicht kein Schaden. Kannst wieder angreifen, sonst werden wir hier nicht fertig. Aber Stranger Tractor ist ganz nett. Hast du ihn gleich? Ja, ich hab's gleich. Oh. Okay, ich greif mit an. Aua. Ich find's gut, dass ich beim Angreifen direkt wieder getroffen werde. Jetzt kommt die komische Phase. Ich mach immer nach oben und unten und dann wird man schon nicht getroffen. Ja, oder einfach töten. Jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich so hilfreich bin in diesem Kampf. Jetzt werde ich aber Bomben legen, pass mal auf. Ich wär Legender. Bewegen sich die Herzen eigentlich vom Bildschirm oder ist es aber nur. Sieht es nur so aus, als würden wir uns bewegen? Wenn ich jetzt Hierophant einsetze. Die fallen dann einfach auf den Boden und sollten dann immer mit uns mitscrollen, glaube ich. Ich finde es gut, dass. Weißt du, bei dem Run, wo es so egal ist, ob ich getroffen werde? Warum wird der Dicke nicht gelasert? Also, ich möchte. Weil wir ihm genug Schaden gemacht haben, dass er direkt in den. In die zerbrochene Phase übergeht. Ah. Herzen. Oh. Heb sie auf. Dein Herzen. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt aufgehoben. 2 Sachen habe ich freigeschaltet. Also ich will einfach nur sagen, ich denke, ich bin okay ausgewichen. Ich war nicht nur dabei, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Oh, Glitch Crown ist so gut. Okay. Weißt du, was Glitch Crown macht? Nö, es reicht mir schon, dass du so das sagst. Dann freue ich mich, dass ich das freigeschaltet habe. Zumindest glaube ich, dass ich weiß, was es ist. Okay, was macht es denn? Was glaubst du, dass es macht? Also, ich glaube, dass es Folgendes macht, wenn du sie aufhebst. Das ist ein Tented Isaac Unlock, das müsste es sein. Dann wechseln alle Items zwischen 7 Items durch. Ganz schnell. Ach, okay, ja. Aber und man kann es trotzdem noch schaffen, das Richtige zu nehmen. Ja, also es gibt dann, du kannst ein bisschen Pause drücken, nämlich wenn du daneben stehst, beim Item davor bist, dann pausierst. Also ein cheaten, ich verstehe, ja. Und dann, wenn du die Pause beendest und dann reinrätst, dann kriegst du automatisch das, was direkt danach kommt. Das mit Pause haben Leute auch vorgeschlagen, wenn wir 2 Charaktere spielen, um die Items nebeneinander gleichzeitig aufzuheben. Das kriegen wir nicht koordiniert. Vor allem mit dem Delay und sowas. Nein, das ist ja die Sache. Wir stellen uns daneben, drücken Pause und dann drücken wir schon in die Richtung, wo wir laufen wollen und machen Pause weg. Ach ja! Das haben die Leute geschrieben. Das ist clever. Es geht halt im Online-Modus nicht, weil Pause da nicht funktioniert, glaube ich. Oh. Ja, doch, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Ha. Ja, so wie wir spielen über Remote Play geht's auf jeden Fall, ja. Das können wir schauen, wenn wir mal zu Mother oder so dann gehen. Ja, oder wenn wir DS Options ist oder so. Aber erfolgreicher Run. Ich bin ein bisschen enttäuscht von C-Section. Ja, Tainted Isaac hat einen Zettel. Ja, ich meine, ich war sogar Tainted Isaac, aber es hat irgendwie trotzdem nicht ganz gereicht, um... Ich bin nicht enttäuscht. Das erste C-Section war das in Ordnung. Es war super stark. Ja, es hätte noch so ein bisschen stärker sein können. Es war lustig genug. Ja, es war sowieso schon so ein Wunder, dass wir es überhaupt bekommen haben. Dry Baby aus dem Schädel rauszubekommen, ist für sich schon sehr selten. Und dann wechselt es auch noch zu C-Section. Ja. Ich find's gut, dass wir aber so wenig Schaden wie noch nie bei Beast bekommen haben. Haben wir einfach so viel Leben, dass es egal ist. Das macht einfach nicht mehr den Stress. Ich meine, der Damage hat wahrscheinlich geholfen.
Ja. Kurzen Schluck getrunken. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal bei mir dann oder bei dir oder. Werden wir dann schon sehen. Bis dann. Tschüss. Werden wir dann sehen. Tschüss. Werdet ihr schon sehen.